Abend hat sich für Sie gelohnt. Sie haben das erste Wort in der Landessprache Tagalog schon gelernt. Was wird das wohl heißen? Mabuhay heißt willkommen, liebe Fans von Borussia Dortmund. Danke, dass Sie gekommen sind heute. Wir freuen uns riesig über die Resonanz, dass so viele Leute heute am Mittwochabend hierher gefunden haben. Wir waren gestern Abend schon mit dem Chor in der Pankratiuskapelle und die Resonanz war genauso gut. Das freut uns sehr. Ich möchte gerne danken dem Pfarrer Landig, der Familie Lutz und der ganzen evangelischen Gemeinde, dass wir diese schöne Kirche hier bei uns in Klein-Litten benutzen dürfen, ohne dass wir dafür eine Nutzungsgebühr oder Reinigungsgebühr bezahlen müssen. Deshalb machen Sie bitte keinen Dreck heute. Der Eintritt ist frei. Das heißt aber nicht, dass Sie hier ungeschoren davonkommen. Am Ende des Konzertes werden einige dieser wunderschönen Damen und Herren werden am Ausgang stehen und Sie haben die Gelegenheit, eine Spende zu geben. Damit Sie ungefähr eine Größenordnung haben, ich werde immer gefragt, reichen denn da 100 Euro oder müssen das 200 Euro sein? Es ist immer gut, wenn es raschelt. Es muss nicht klimpern am Ausgang. Außerdem bietet der Chor noch einige CDs an. Ich kann mir vorstellen, dass Sie noch viele Tage Freude dran haben, an dem, was Sie heute hier hören werden. Ich danke auch den vielen Gastgeberfamilien. Es gibt insgesamt 16 oder 17 Familien, die den Chor beherbergen während seines Aufenthaltes hier in Klein-Linden, in Gießen. Viele davon sind Nachbarn von uns im Theodor-Storm-Weg und im Fontane-Weg. Der Chor ist am Samstagabend spät nach fast 20-stündiger Reise hier in Deutschland in Frankfurt angekommen. Ein Dank an all die tapferen Autofahrer, die sich so spät noch nach Frankfurt an den Flughafen gewagt haben, um unsere Gäste abzuholen. Am Sonntag hatten wir einen Tag zur freien Verfügung. Vorgestern waren wir in Bad Nauheim, gestern in der Pankratiuskapelle und heute ist eben für Sie, und da sind Sie glücklich drüber, sollten Sie glücklich sein, die letzte Gelegenheit, den Chor zu hören. Denn morgen früh um 10 Uhr fährt ein großer Bus bei uns vor dem Haus ab und diese wunderbaren jungen Leute fahren weiter nach Brügge und dann weiter auf einer 6-wöchigen Tour. Sie werden in Mailand sein, in Barcelona, in vielen Plätzen, großen Orten in Paris und werden dort ihre Kunst zum Besten bringen. Besonders danke ich auch meinen Freunden von Roundtable und Roundtable 94 hier in Gießen, die geholfen haben, dieses Konzert zu unterstützen und den vielen, vielen Helfern. Wir hatten heute Nachmittag bei uns nicht nur die Übung gehabt, sondern haben auch mit den jungen Leuten schon gefeiert. Da gab es viele, viele helfende Hände, denen ich jetzt danken möchte. Vor allen Dingen danke ich dem Chor dafür, dass er die Lebensfreude, und Sie haben schon gesehen, die Schönheit und vor allen Dingen aber die Musik von den Philippinen hier nach Deutschland bringt. Wir in Deutschland sind stark für Technologie, für Autos, für Maschinenbau und alles Mögliche. Und die Philippinen haben etwas anzubieten, was für die Menschen viel wichtiger ist, nämlich die Lebensfreude und das positive Denken. Ich selbst und auch meine Familie, wir sind sehr oft auf den Philippinen und ich sage immer, ich mache da meine Therapie. Weil wenn man dort die Menschen sieht, wie fröhlich die sind, obwohl viele ein ganz geringes Einkommen oder gar kein Einkommen haben, dann muss man wirklich staunen, mit welcher Gelassenheit und mit welchem Optimismus die Menschen dort daran gehen. Die Philippinen sind eine Gruppe von etwa 7.100 Inseln. Vielleicht gucken Sie heute Abend mal bei Google, wo das eigentlich ist. Ich wusste beim ersten Mal auch nicht. Im Südchinesischen Meer, also unterhalb von Hongkong, rechts von Vietnam ungefähr. Und Sie werden mehr auch von der anderen Seite der Philippinen erleben oder hören, wenn heute Abend Heinrich Treutner von unserer Lotushilfe, der einige soziale Projekte auf den Philippinen betreut, wenn der ganz kurz berichten wird über seine Arbeit, natürlich mit dem Wunsch, dass vielleicht der ein oder andere von Ihnen sagt, das würde ich auch gerne unterstützen. Das wird also nach der Pause sein, nach dem ersten Lied. Auf den Philippinen sind die Einkommen nur etwa 10% von dem, was wir hier in Deutschland verdienen, ohne dass man die Leute sich wirklich beklagen hört, wie das auch recht oft bei uns hier in Deutschland ist. Es gibt kein Sozialsystem, mehr davon von Heinrich Treutner. Nach
nachher. Und so kommt es auch, dass die jungen Leute, die haben das Geld für den Flug hierher, den hat die Familie zusammengelegt, da wurde vielleicht auch ein kleiner Kredit aufgenommen, da hat die Verwandtschaft mitgeholfen. Da waren also viele schon, die auf den Philippinen sehr viel geleistet haben, dass wir die heute hier hören können. Und deshalb ist meine Bitte an Sie, der Bus morgen kostet 1.350 Euro und wenn wir das Geld heute Abend nicht zusammenkriegen, dann wird er auf halbem Weg zurückkommen, ist wieder hier und Sie lassen Ihre Adressen hier, damit wir wissen, wo die nächsten 6 Wochen wohnen. Bei Kindern zu Hause. Colin Davis ist der ehemalige Chefdirigent der London Symphony Orchestra. Der ist leider kürzlich im Alter von 85 Jahren verstorben. Ich glaube, es ist 2 oder 3 Wochen her. Und er hat für uns etwas ganz Wichtiges gesagt für den heutigen Abend. Er hat gesagt, Musik ist die schönste Erfindung der Menschen. Und dass das stimmt, das werden Sie heute Abend erleben. Sie werden begeistert sein, wenn Sie heute Abend hier die Kirche verlassen. Mahamik Salamat, thank you for coming for Germany. We are happy that you are here and we are sad that you leave tomorrow. Oh.